Hallo YouTube AdSense hier, ich habe meinen Kollegen Erik neben mir. Hallo. Wir haben heute ein cooles Opening für euch. Ich habe im Netz irgendwo Dark Web eine Display gefunden. OTS 13. Wir haben gerade eine Karte davon im Angebot, deswegen war das recht geil. Und ich dachte mir so, ach komm, kaufen wir mal, vielleicht kommt es hier an. Hab den Händler darum gebeten, dass er mir dann 100 Packs als Display bringt. Und siehe da, es sieht eigentlich original aus, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ist auch noch alles mit dem Original Konami-Stickern abgeklebt. Dann gucken wir doch mal. Das ist natürlich jetzt wieder richtig cool aufgemacht. Ich schaff das. Aber es sind OTS Packs, ne? Das sieht erstmal so aus auf jeden Fall, ja. Aber sie sehen von der Verpackung her, sind immer so. Ja, ja, wieso? Die sind irgendwann größer geworden mal. Ah, okay, ich habe echt ewig keine in der Hand, weil ja. Die gibt es ja generell nicht zu kaufen. Ja. Und ja, Opening Time. Wir greifen uns einfach mal die Hälfte raus. Irgendwie so Pi mal Daumen. Und schwierig. Es wird wahrscheinlich ein langweiliges Opening. Das OTS Packs haben ja meistens nur 30 Karten oder so, ne? Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Nicht so viele. Oh. So, Performance, Post-to-Boss und Qualities. Aber ist mir echt recht egal. Ich will das im Angebot haben. Deswegen, die verkaufen wir nicht. Die machen wir einfach mal auf. Ja. Schweller ist drin. Super Poly und Toon Kingdom. Genau. Wenn ich nicht falsch liege. Und damit das nicht so in der Länge gezogen wird, gucken wir mal, was hier noch drin ist. Aber ich habe nicht ein OTS-Pack bis jetzt davon aufmacht, weil zu der Zeit habe ich gar keine Turniere. Eyo, da ist er, okay, der gut. Gute Dweller. Beenden wir das auch an dieser Stelle. Eine sehr schöne Karte, haben sehr viele Leute lange darauf gewartet, dass der mal ein Ulti-Print bekommt. Ja. Ja, ich habe eine BTH, die gab es in Geim auch letztens. Ja. Grüßen. Und eine Rescue. Ja, geil. Das lief man natürlich direkt mal in den guten olivgrünen Sleeves. Ich wollte eigentlich noch Anfang des Videos sagen, Erik ist ein OTS-Typ. Ja. Dadurch, dass er so aktiv spielt. Formel-Synchron, Goyo-Verteidiger und ein ABC Buster Dragon. Hm. Natürlich habe ich auch schon lange meinen Dweller und Ulti. Nibiru hast du auch der letztens gegönnt, ne? Ja, ich habe mir ein Playset Nibiru gegönnt. So, XY-Einheit, schlammiger Schlammtracher und eine Drohne. Ja, Spiral war hier viel drin, aber gerade Spiral aktiviert zu spielen, ne? War das hier mit Extra Link, das Format? Es war mit... Zeug denn auch gerade zu gebrauchen im Triton, ne? Das kann man spielen. Ja. Bahamut Shark. Auch eine Drohne. Auch ganz cool jetzt, wo... Also, ich glaube, das OTS 13 kam ja... raus, nachdem die Generalplan verbannt haben. Also war es ziemlich random, dass da nochmal Spiral-Karten drin waren. Aber gut. Unsere einzige Karte, die wir gerade aus OTS 13 haben. Ich habe sie vorhin gesehen. Und ein Crystal. Ein Spore. Ein Token. Ein Generator-Token. Der könnte vielleicht auch mal irgendwann teurer werden. Ja. Wenn die Engine sich mal irgendwann durchsetzt. Oder das Deck. Ich bin jetzt zufrieden. Also es sind Ultimates drin, es war ordentlich verpackt. Ich dachte, ich habe schon den zweiten. Nicht die sind auf 3 gegangen mittlerweile. Wa? Ja, ist doch ganz gut. Diva kannst du so viel mitmachen. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass das Display da gleich noch listen werde. Dann haben wir es im Angebot. Schrottgolem, auch eine coole Sache. Gerade jetzt mit dem neuen Scrap Support, sage ich mal, mit diesem Dino. Ja, der wird ziemlich einschlagen, denke ich mir. Dann haben wir noch ein Where Are You und Crap. Ja. Was die hier wieder reingemacht haben. Aber OTS 15 kommt auch bald raus, ne? Ja, ja, da haben sie jetzt den ersten Spoiler bekannt gegeben. Als Ultis waren auf jeden Fall der Dark Armed Dragon Level 10 und das Thron Needle Fiber oder Hallig. Ich weiß gar nicht, wie er richtig heißt. Es ist Needle Fiber. Es wird immer Needle Fiber bleiben bei mir. Noch ein Barmut, ich ziehe okay, eine Alti. Noch eine Drohne, ich ziehe immer noch die gleiche. Wir müssen ja bei 100 Packs, in dem 20. eine angeblich drin, Über 5 ziehen, ne? Genau, so die Ratio ist so 5, noch im guten Fall 6. Ja, jetzt wiederholt sich halt alles, ne? Aber so richtig coole Commons haben sie hier nicht reingepackt, außer für die Formel sind von... Ich weiß nicht, war OTS 13 das, wo die die rote Schicht reingemacht haben? Oder war das ein anderes? Das war, glaube ich, die 10 oder 11. Ja. Ich sag mal, Zeugen ist auch ein guter Common drin. Gut. Da ist ein Book. Jo. Eine meiner Lieblingskarten in Ultimate. Da habe ich heute früher... Also doch kein Kingdom, ne? Ach, stimmt. Ja, dann waren Toon Kingdom und Super Pony Club mit Nibiru in dem. Was war denn da noch hier drin? Das war Dweller, Book of Moon. Interessant. Ja, ich habe halt auch nie ein Turnier gespielt, wo man die hätte mal bekommen können.
Ja? Wichtig ist erstmal 1-1 zu Ultimates. Wenn 5 mit drin sind, ja. Einer zieht 3. Das stimmt. Was ich sagen wollte gerade noch, ich habe heute früh gesehen, es kommt auch ein neues Book raus. Ja. Das ist fast genauso wie Book of Moon, nur dass es halt zwei Monster verdeckt. Ich habe eine Ulti. Ach, Rafflesia, na klar. Auch nicht schlecht. Nee, auch nicht schlecht. Wo ist denn jetzt die Sleeves? Ah, da hinten. Dankeschön. Na gut, da haben wir jetzt schon alle drei Ultis, die es gibt. Ja, na mal gucken, wie viele wir wie oft noch ziehen. Ich glaube, eine Rafflesia und Ulti habe ich auch sogar in meinem Binder. Bin mir aber unsicher. Hab ich irgendwann mal geholt wegen dieser Crave-Digger Strap Hole, ja, ich erinnere mich. Damit man, falls man es mal spielt, den High Rare hat. Irgendwas ziehen, was man noch nicht kennt, aber ich glaube, jetzt sind wir fast durch, ne? Wir haben noch ja, einen Booster. Wir haben noch so viele Booster. Ja, dann können wir halt quatschen und die Leute unterhalten, ne? Ja, aber ich sag mal. Seid ihr alle gut ins neue Jahr gekommen? Wir treiben gerade Mitte Januar. Zwei Wochen im neuen Jahr. Wir haben die Woche ein bisschen entspannter leben können im Büro. Waren nicht so viele Aufträge, aber hatten dafür halt umso mehr Zeit, um Sachen zu sortieren, die schon lange lagen. Ne? Ja. Das ist auch wichtig, dass hier Ordnung herrscht. Bestimmt. Und ja, gerade kam mir der Post noch eine große Ami-Sammlung rein. Die wird man nächste Woche inserieren. Ja. Da sollen einige Schmuckstücke dabei sein, hast du erzählt. Ja. Na, zum Beispiel, was mir immer so im Kopf geblieben ist, irgendwie eine Ring Raiders Ultra, die noch keinen Reprint hat, die gerade in 10er geht. Nest oder so war das, glaube ich, hast du mal gemeint, oder? Great Raptor Calling Nest, weiß ich nicht, wie das hieß. Und viele andere coole Sachen, die wir so gerade nicht auf Lager haben. Deswegen dachte ich mir, der Einkauf ist ganz sinnvoll. Ja, und das Display hier, das war auch erschwinglich. Also, ja, ich frage mich, was manchmal so im Netz ist, warum es überhaupt im Angebot war. Aber hast du zugeschlagen. Wenn man das Angebot im Netz sieht, denkt man sich, naja, warum denn nicht? Ja. Du hast mir auch noch vorher geschrieben, ich so, naja, wenn es wirklich OVP ist und so, dann könnte man das schon wagen. Ja. Ja. Ach, im Prinzip holt man mit den Ultis meistens den Wert eigentlich wieder raus. Ich habe jetzt vorher nicht geguckt, wie so die Preise sind, aber der Speller wird doch bestimmt auch so seine 40, 50. Oh, hier, noch einer. Ich habe damals, glaube ich, 57 bezahlt für den Dweller. Ich weiß nicht, was er jetzt noch kostet. Rafflesia war, glaube ich, günstiger damals. Die hat nicht so viel gekostet, 20, 30 oder so. Bin mir jetzt aber unsicher. Mhm. Kann natürlich sein, dass die Preise mittlerweile gestiegen sind. Ja, das Book, das ist halt ganz cool. Ja, das Book ist halt nice, auch gerade für die Gold-Spieler. Die werden sich da ihre Copy holen. Ja, für die High-Rare-Spieler halt. Für die High-Rare-Zodiac-Spieler. Ja, stimmt, der hat das mal gespielt, ja. Auf jeden Fall, eine haben wir noch vor uns, mindestens. Theoretisch, ja. Also im besten Fall kann man, glaube ich, 6 ziehen. Ja. Vielleicht auch, wenn man richtig viel Glück hat, mehr. Man weiß ja nie, ob es Produktionsfehler gibt beim Verpacken oder so, dass Konami einen mal gönnt. Ich hatte einmal, das war OTS 3 oder 4, da wo Dandelion drin war, mit Necro Valley und ich weiß gar nicht, was noch drin war, da hatte ich nur 4 drin. Ja, Ultimate. Das war traurig. Ja, aber das Geld darf man rausholen. Sag mal 30er Stück sind wir jetzt gerade bei 120. Wenn jetzt noch eine 50, sind wir bei 150. Ja, dann hast du ja noch die ganzen Super Rares. Genau. Sowas wie Kristallflügel, Bahamutai. Und vor allem erstmal alles im Angebot. Bahamutai. Ja. Und der Schrottgolem, ne? Der Schrottgolem halt. Auch so 2-3 Euro Karte. Bei dem würde ich vielleicht sogar warten mit den Listen. Hm. Einfach bis dieser Dino rauskommt, der Scrap Dino. Hm. Die Formel synchron ist auch eine gute kommen. Hm. Was war das hier gerade? Das ist Einheit. Also. Ja, und nächste Woche kommt LDS 2 raus. Freut ihr euch darauf? Könnt ihr ja auch mal sagen, ob ihr davon ein Opening haben wollt. Oh ja, ne, da können wir auf jeden Fall nächsten Donnerstag bei Gelegenheit sehen. LED 3 und 4 sind drin, das heißt, oh ja, der 5. Ha, ja, noch eine Rafflesia gewonnen. Schön her. Ich hätte lieber ein zweites Buch gehabt, ganz ehrlich. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Ja, vielleicht. Haben wir ja Glück. Mal schauen. Ja, nee, LDS 2, Hauptgames sind drin, Cyberdrachen, ja, sogar die ganzen guten Support-Sachen wie Alternative und
Ja, heute früh wurden auch die Würfel gespoilert und was Secret Rare ist und was Ultra Rare ist, habe ich alles schon gesehen. Würfel in der... Ja, da sind auch wieder vier Würfel drin. Das ist einmal der Baby-Tiger von den Amazonen. Das ist der weiße... In der DLC 1 oder hier die Complete... Ja, aber da sind auch nochmal Würfel jetzt drin. Das ist ja genauso verpackt. Ja. Wie gesagt, das ist einmal der amazonische Baby-Tiger, so ein orangener Würfel. Okay. Dann ein weißer Würfel für Blue Eyes White Dragon. Ja. Nee, der weiße war der alternative weiße Drache, glaube ich. Mhm. Der hatte da auch mal einen Reprint bekommen, der bitter nötig war. Dann gibt es aber auch noch den weißen Drachen als Würfel. Ich glaube, der war jetzt unsicher gelb oder irgendwie sowas. Mhm. Und was war der vierte Würfel? Der vierte Würfel war, glaube ich, Cyber Harpier oder so. Mhm. Ja. Ja, die ganzen Fan-Favorites halt, ne? Ja, ich habe keine Booster mehr. Danke. Geht schneller als du. Ja, und Secret Rare sind wahrscheinlich halt dann auch wieder die Promos. Das war auf jeden Fall die Garden Rose Maiden. Mal schauen, was die dann kostet. Ich denke mal, die wird auch wieder teurer. Das ist so wie das Millennium Eis. Das ist im Vorverkauf dann richtig teuer. Bricht dann in der ersten Woche richtig ein und geht dann wieder steil nach oben. Hm. Ja. Na, gucken wir mal. Also ich kann dir nachher mal die Bilder schicken. Weiß nicht, ob du mit deinem technischen Know-how... Sehr gut. Ob du das mit deinem technischen Know-how hinbekommst, die Bilder jetzt hier einzufügen im Video, wo wir das mal so kurz ansprechen mit den Würfeln oder so. Ja, ich kann es dir mal schicken. Werden die Leute am Ende des Videos sehen, ob es drin war oder nicht. Je nachdem, wie viel Zeit ich heute noch investieren kann. Ja, naja, du wirst es ja nicht heute noch schneiden und hochladen wollen, oder? Vielleicht schon. Vielleicht schon, okay. Der Mann hat Bock, merkt ihr das? Ich habe noch bis 18 Uhr Zeit. Ich bin beim letzten. Ich habe noch 4, 5. Dann mach mal auf. Aber ich finde, wie gesagt, gute Ausbeute bis hierhin auf jeden Fall. Ist das alles Ultra? Die Comments, ja. Ach, das sind die Comments. Das sind die Comments. Das sind meine Supports. Weil du gesagt hast, ich habe weniger aufgemacht. Gucke mal, Junge. Wer schneller aufmacht, zieht mehr Ultimates. Das ist, eine Theorie auf jeden Fall. Haben wir alle zweimal. Also eine gute Gleichverteilung in der Display. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war so. OTS 13. Erik hat noch einen Booster. Das letzte Booster jetzt. Jetzt noch eine siebte, kommt das dritte Buch. Ich fühl's ja nicht, aber... Ja. Gerümpelte Raser, noch ein Zölken und eine Wasserlochfallgrube. Cool. Ist ja auch nicht so schlecht, der Reprint, der Wasserlochfallgrube. Nee, super, hat mir Spaß gemacht. Vielleicht gerne öfters, ich muss noch solche komischen Schnäppchen im Netz mal wieder finden. Ja, ja. Da muss man tief auf eBay oder sonst wo suchen. Wer weiß, welcher... verrückte OTS-Store, die angeboten hat. Naja, Corona-Zeiten, die brauchen alle Geld, ne? Ja, wahrscheinlich machen. So kannst du ja auch nicht verteilen, du hast ja keine Turniere. Ja, so. Dann legt das rum und bevor sie die Medien nicht zeigen können, haben sie es wahrscheinlich übers Netz an den verkaufen wollen. Ja, ist auch verständlich, sag ich mal. Aber natürlich sollte man das halt nicht machen, steht doch immer drauf, dass sie eigentlich nicht zum Verkauf. Ja, wir haben es jetzt gekauft. Ich hoffe nicht, dass wir uns da jetzt strafbar gemacht haben. Ich hoffe, euch hat das nicht gefallen. Nee, du bist ja der Käufer theoretisch und nicht der Verkäufer. Ich darf eigentlich, ne? Ja. Ich habe auch keinen OTS-Store, das heißt, ich darf es auch online anbieten, auf die letzten vier Sets, was wir OTS-Stores nicht dürfen. Damit haben wir jetzt eigentlich alle Unklarheiten vielleicht schon geklärt. Ansonsten schreibt was in die Kommentare, lasst ein Like oder Abo da. Genau. Dann danke ich, Erik. Ja, schönen Feierabend. Ich danke auch für diese Freude, für das freudige Opening hier. War wieder schön, so ein Display aufzumachen. Ist lange her. Ja, ne? Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Macht's gut.